Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Raft auf hoher See mit Serendipity. Guten Tag. Guten Tag. Prösterchen. Prösterchen. So, noch mal was essen. Wir gehen wieder aufs Schiff zurück. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Ja. Götti, du bist schon los. Ich bin klar. Nicht lang schnacken. Hai im Nacken. Ja, frisch. So war's. Ganz schön rutschig, der Bug. Ja. Bist du schon oben? Ja, da bist du. Ja, ich gehe auch die erste Tür hier rein. Ja, ich komme. Jetzt wird dunkel in der Kajüte. Ich habe meine Stirnlampe mit. Die erste Tür bist du rein. Ah ja. Ja. Und ich habe einen grünen Schlüssel. Was ist denn den jetzt? Beim Chef in der Kajüte? Den habe ich hier aus der Hütte gezogen. Aber ich ziehe mal für die Zuschauer meine Kopflampe auf. Die ich leider nicht abgezogen habe, als wir raus sind. Naja. Hatte. Oh, hi. Oh. Oh, mein Spieß ist kaputt. Zum Glück habe ich einen Ersatz mitgenommen. Ich hab sie erschossen. Hier ist noch eine. Ich höre noch eine. Hier ist bei mir. Ich bin die Treppe hoch. Moment, ich komme. Die spawnen wieder oder was? Ja, ja, klar. Die spawnen relativ zackig nach. Es ist aber nicht schlimm. Weil wir Fleisch bekommen. Ja, das ist gut, das stimmt. Eine. Wir okay. Müssen die Treppe hoch. So. Hier oben ist Bombe, ne? Das ist schon. Ganz ja, das oben Bombe. Ist Bombe. Und hier irgendwo war die grüne, der grüne Schlüssel. Und ach, den haben wir ja gerade benutzt. Nee. Nee, hier ist der grüne hier, Schlüssel. Genau, wollte gerade sagen. Bei dir? Ach, hier bei mir. Was ist das? Was hat ihr Bumm gemacht? Schiff ist gegen ein. Achso, das war in dem. Eine Aufnahme. Oh, man hört jetzt die Ratten in der Aufnahme. Ja. Sag mal, Ratte, lass dich mal looten. Ist ja geil. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Ui, wir haben Mango Nana gefunden. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Du hast Essen mitgenommen. Klar. Wegration. Bin ja voll Profi. So, haben wir alles gelootet, ne? Ab in den Pool. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Was haben wir denn aufgenommen eben? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab das Feuer. Wir haben jetzt ein Feuerzeug, Gastank. Ich glaube, wir können runter. Moment, die Kopflampe geht komplett kaputt, da geht nicht mal das. Ja. Das ist ja blöd gemacht. Ja, aber das war schon immer so. Naja, aber. Ich glaube, wir können noch mal ganz runter. Uns fehlt, glaube ich, noch ein mechanisches Teil. Wir sehen es doch, wenn wir hier T drücken. Nee, wir haben fünf. Wir können. Nee, wir haben alle. Wir haben, wir können runter in die Werkstatt. Wir müssen noch mal eine Stufe runter haben in dieses. Haben wir deinen Pfeil doch ein? Ja, ja, genau. Da will ich ja hin. Ich hab keinen Pfeil. Den habe ich gerade eingesammelt, ah, der da lag. Okay. Noch eins tiefer, oder? Ja, war das hier? Hier, wir müssen hier vorne irgendwo runter. So ein Mist, ey. Mit der Kopflampe. Jetzt habe ich extra eine Ersatzbatterie mitgenommen. Hat uns nichts genützt. Haben wir den Wagenheber haben wir noch nicht, ne? Ich glaube, das kommt erst. Ich meine, jetzt kommen die mechanischen Teile an der Werkbank. Uch, ja genau. So, warte mal. Dann geht's hier links, muss das runtergehen. Hier, geht's oh. Runter. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Brauchen wir nicht. Aber hier nicht. Ich glaube, hier hinten raus. Hier geht's runter. Nee, war das nicht hier hinten raus? Hier geht's runter. Hier geht's runter. Okay, Entschuldigung. Das hier, die Werkbank? Nein. Hier hinten. Ich komme. Kommen Sie. Ich hoffe, ich komme. Also, den Wagenheber haben wir jetzt. Uns fehlt aber, wir haben elektrische Leitung, Anzünder, Gas, Tank, Kugel. Ich glaube, die elektrische Leitung fehlt uns noch. Wo bist du? Falsch gelaufen. Egal, okay, ich habe alles, was wir brauchen. Wir müssen zum Wagenheber. Moment, wo bist du? Ich laufe zur Treppe. Ah, ich sehe dich da. Treppe. Okay, kommen Sie. Wo setzen wir den hier, ein nochmal? Ja, hier ist eine Tür, wo so ein Essenswagen davor steht irgendwo.
Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich habe die Orientierung verloren. Hier haben wir noch ein Dings ausgelassen. Ich höre dich kämpfen. Wo bist du denn? Ein zweiter. Ich habe auch noch eine Notiz. Ja. Ich habe den vierstelligen Code eingelöst. Jetzt haben wir auch die elektrische Leitung. Sehr gut. Wir müssen nochmal runter. The crew are planning a mutiny, Captain. It is time to act. Guten Tag. Guten Tag. Wir müssen noch mal runter. Ja. I gave you a chance to live. Now we have to protect ourselves from the masses. Hier geht's hoch, hier geht's runter. We will use the lurkers to our advantage. Lass mich das mitbekommen, nicht immer. Ich sehe doch nichts. Oder Zuschauer sieht's auch nicht. Wo bist du jetzt hin? Ich bin runter an die Werkbank. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Da gibt es auch ehrlich gesagt nichts zu sehen. Du drückst nur E und dann wird angezeigt, dass du... Ah, ich sehe es, ja. ...das bekommst, was du bekommst. Ich drücke E, ja? Jo. So, mehr siehst du nicht. Jetzt haben wir die Bombe. Mhm. Dann hoch. Aber die bekommst du ja auch eingeblendet. Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich relativ unspektakulär, was du da siehst. Jetzt müssen wir wieder hoch, jetzt können wir an die Bombe. Ja, die Dings ist wieder da, die Ratte, ich höre sie. Ganz hoch. Oh, ist sie wieder? Bist du rechts rumgelaufen? Hoch. Ach so. Wir sprengen die Tür auf. Vielleicht kriegen wir einen Screenshot davon hin. Hier ist übrigens, was steht was davor. Hier steht ein Kühlschrank davor. Hier Wagenheber. Okay, alles klar. Mhm. So, haben wir. Und? Sieht nach dem Tresor schon aus. Nee, Tresor habe ich gerade eben aufgemacht. Ah. Cities in the blue. Calling the cost of the project's realization borderline criminal and its scope outrageous at least. Despite vocal opposition, the floating cities project does not appear to be slowing down anytime soon. According to former General Olof Wildstrom's latest statement on the issue, we are fully aware of the strain this puts on our people. Okay. Nevertheless, our options are becoming increasingly limited. We must pull through. So, warte. Stell dich am besten hier hinten hin, weil ja, warte. Du verletzt dich sonst. Lass nur kurz den Text ablaufen. Olaf Wildstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further corroborate his story. Good, go. Boom. Ah, meine Tasche ist voll. Ja. Hier ist der Motor. Amme. Und noch was haben wir. Und das Lenkrad. Hier ist ein Päckchen für dich. Oh, du hast mir Gemüsesuppe dagelassen. Oder ist das Kotze? Ich hatte keine Wahl. Das sind Überreste. Die kannst du essen. Wie? Nee. Ja, nee, das ist, wenn du... Du bekommst, wenn du kein Rezept... Also, wenn du irgendwelche Zutaten auf den Kochtopf legst, dann kriegst du Überreste. Kotze am Morgen. So, ich glaube, wir haben alles, ne? So, genau, wir haben den nächsten Code. Oh, war das gut. Okay, ging. Nee, war lecker. Hast du gut gekocht, Schatz. Und wir haben alle... Nee, warte, eine Notiz fehlt uns, glaube ich, noch. Wir können auf T gucken, oder? Müssen wir doch sehen. Ja, nee. Eine fehlt uns noch. 9253. Geh mal auf Seite 9 und 10. 9 und 10, ja. Und da ist rechts unten noch Platz. Da fehlt uns noch eine Notiz, würde ich sagen. Aber den Code für die nächste Insel haben wir schon freigeschaltet. Ja, uns fehlt trotzdem noch eine Notiz. Balboa. Rocky Balboa? Wissen wir nicht. Oh, keine Ahnung. Gute Frage. Wo haben wir die Notiz übersehen? Bei unserem gründlichen Durchsuchen? Im Dunkeln? Also, die leuchten ja. Das heißt... Oh, hier knurrt es irgendwo.
Kämpfst du? Bei mir. Komm runter. Schon erledigt. Ist dort. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Mm-mm. Gehen wir noch eins tiefer, oder? Nee, vorne war nur der Aufgang nach oben. Hier ist nichts. Hier ist nach unten. Ich gehe hier unten nach hinten nach unten. Hinten nach unten. Ja, hier ist auch nichts. Also die leuchten ja, das heißt, die übersiehst du eigentlich nicht, die Notizen. Komm nicht raus, ich bin gefangen. Ja, ich denke mal, aber ist das wichtig für unseres Fortkommen? Nee, gell? Ich weiß nicht, nee, eigentlich nicht, aber wäre doch schön, wenn wir alles vollständig haben. Das stimmt. Oh, wir haben eine Errungenschaft, 50 Ratten gekillt. Okay, ne, ich nicht. Ich glaube, die habe ich schon, die 50. Im Tresor? Oben haben wir den Tresor vom Captain. Den habe ich leer gemacht eben. Da war das Kabel drin, was uns noch gefehlt hat. Ah ja. Ich weiß, dass damals lag auf irgendeinem Tisch entfernt lag was, aber ich glaube, das war die Karte, die wir damals übersehen hatten. Beim ersten Durchgang, wo wir das einmal durchgespielt hatten. Zum Glück habe ich eine Ersatzbatterie für meine Kopflampe und man kann die Batterie nicht tauschen. Das ist echt doof, ne? Voll lahm, ja. Ja, aber das ist halt hier in dem Spiel so. Ah, hier liegt noch Plastik, warte. Ja. Hier sehe ich noch was leuchten. Okay, das ist nur tatsächlich einmal Plastik. Ich sehe hier aber nichts mehr leuchten bei mir. Ich kann jetzt nochmal runtergehen, ob wir unten vielleicht was übersehen haben. Ich bin jetzt gerade hier unten in diesem Vordeck. Ist auch gerade Nacht. Ist ja super ideal, damit ihr was seht in der Aufnahme. Ja, ich würde sagen, wir suchen noch ein bisschen. Ist deine Lampe ausgegangen? Ja, die ist kaputt gegangen. Das ist ja das, wo ich mich drüber aufrege. Sag ich ja ausgegangen. Ja, ja. Ich würde sagen, wir suchen noch ein bisschen und dann sehen wir uns Richtung Kurs. Wo müssen wir hin? Wir sehen uns wieder bei Kurs 9253 Richtung Balboa. Es geht zu Rocky. Bis gleich. So, ganz sind wir noch nicht abgelegt. Notiz haben wir nicht gefunden, aber eine versteckte Kiste auf dem Dach vom Schiff. Nehmen wir jetzt auf. Da war ein bisschen Bolz, ein bisschen Glas. Das war ja aufregend. Hier aufs Krähennest kommen wir. Doch, kommt man auch hoch. Bin der König der Welt. Ist da noch was? Nö, hier ist nichts mehr drauf. Also man kommt jetzt hier aufs Dach oder auf den Satellitenschüssel drauf, aber nee. Wie sind wir hier hochgekommen? Genau, also hier ist eine versteckte Kiste, die sich aber jetzt nicht wirklich lohnt und die versteckte Notiz, vielleicht gibt es sie auch gar nicht, wissen wir nicht. Wir haben einfach Räuberleiter gemacht. Serendipity ist in die Hocke gegangen, kannst du dir mal kurz zeigen und dann sind wir hier aufs Vordeck praktisch hoch. Aber es lohnt sich nicht wirklich, also ein bisschen Metall Material und so weiter, gab's. Material, mehr gab es da nicht. Ja, also wir glauben, dass die eine Notiz nicht ist, wir sind nochmal durchs Schiff quer durch und jetzt reisen wir wirklich final Richtung Balboa Island. 9253, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Bei dem neuen Punkt sind wir noch nicht bei Balboa, weil wir brauchen den Motor. Und für den Motor brauchen wir Holz. Und Holz ist unser Mangel. Deswegen haben wir hier mal kurz einen Zwischenstopp eingelegt auf dieser Insel, auf der es angeblich Bienen gibt, oder? Hast du gesagt? Nicht angeblich, auf der Bienen gibt. Ah, wir müssen den Insektenfänger bauen. Ah, okay. Und ich glaube, ich brauche... Können wir den Insektenfänger? Ja, den können wir schon. Da brauchen wir... Oh ja, das haben wir, glaube ich, alles da. Warte. Ich habe eine Birke geschlagen. Okay, ach, du bist schon drauf? Ja. Ha, okay. Ist es gefährlich hier? Hat mir niemand was gesagt? Da hast du deinen Bogen dabei, da müsste ein Bär rumlaufen. Ein Bär? Mhm. Tu mir nichts, Bär, ich tu dir auch nichts. Ganz schön groß, diese Insel. So, ich habe ein Insektennetz, habe ich jetzt. Ich muss meine Taschen noch leer müllen. Das mache ich gerade und dann komme ich zu dir. Okay. Ich muss glaube ich, eine neue Axt besorgen. Gehen alle nicht. Guck mich mal schon mal ein bisschen um. Mach das kurz. Was soll schief gehen? Hier sind Bienen. Ja, du kannst da irgendwo an den Baumstämmen steht was ab,
Das sind Waben, die kannst du einsammeln. Und für die Bienen komme ich und bring das Insektennetz mit. Ich hab die Waben. Ich flüchte. Die wollen mich jetzt stechen, oder? Nee, ich glaube, die fliegen ja nicht hinterher. Aber hier gibt es jede Menge Holz. Das heißt, wir kommen Richtung. Das ist gut. Das Richtung Motor, ne? Oh nein, ich hab Richtdurst. Ich komme nach unten. Oh, ich kann mich kaum bewegen. Soll ich dir was mitbringen? Nee, es geht schon. Ich bring dir einen Shake mit. Warte. Hier kann ich nicht runterspringen, das ist schlecht. Ist so ein bisschen nicht gut. Ein bisschen nicht gut. Wo bist denn du langgelaufen? Oben, warte, ich probiere die Kante. Ja, oben. Ich komme runter. Ah, das war nicht gut, mein Sprunggelenk. Ich bin da. Ich muss so ein bisschen, Moment, mir geht's gerade überhaupt nicht. Bist du auf dem Floß? Ja. Okay. Nein, ich bin der Bär. Ja. Ah, jetzt renne ich los. Ich habe übrigens Honigwaben bekommen. Das ist gut. Oh, jetzt geht's mir besser. Und ich muss mir eine neue Axt machen. Habe ich hier richtig professionell mich vorbereitet. Ja, ich bin stolz auf dich. No. Nicht. No. Was? Nicht? Ja. Doch, total. Wir haben nichts mehr zu essen da? Kann das sein? Ach, da ist noch ein bisschen was. So, ich catche jetzt mal die Catcher. Catcher. Ich versuche jetzt mal die Bienen zu fangen. Komm runter. So, hab's dann. Yes. Unsere Kisten sind mehr als zugemüllt, fällt mir gerade mal auf. Können wir, ich glaube, wir haben einen Sprengstoff. Mhm. Kannst du versuchen, so eine Dose zu bauen? So ein Munition, meinst du? Ja, weil hier läuft eine Ziege rum. Brauchen wir explosives Pulver? Eins haben wir. Also ich weiß, dass wir ein explosives Pulver hatten. Ey, Bruce, ich glaube da, du spinnst. Die neu gebauten Sachen. Aber auch hartnäckig. Ich weiß nicht, wohin. Guck mal die Kisten durch. Wir hatten auf jeden Fall ein Explosiv. Oh, da ist der Bär. Der Bär hat mich gefunden. Lass mich fressen. Ja, ich gebe mir Mühe. Die Honigwaben mache ich mal beim Essen rein, in die Rohmaterialkiste. Ja. Also ich weiß nicht, wo du Sprengpulver hattest. Eins hatten wir irgendwo. Musst du mal die ganzen Kisten durchgucken. Ich weiß, dass wir eins hatten. Aber war das schon gewandelt? Ja, das ist so ein blaues Häufchen ist es. Da ist es, ja. Hab ich. Zwei Steine und Seile. Das dürfte ja kein Problem sein. So, ich habe ihn gelegt, den Bär. Okay, ich habe eine Ladung. Ich komme jetzt mit dem Werfer. Ja. Was fangen wir jetzt? Den Bären oder? Nein. Nee, eine Ziege und mit der kriegen wir Milch. Ich habe nachgeladen, ich komme. Okay, mich haben gerade die Bienen gestochen, warte. Aber brauchen wir nicht ein Gehege, bevor wir die... Ja, das müssen wir ja nur einzäunen. Okay. Das sollte ja kein Problem sein, das einzuzäunen. Okay. Kann ja auch erstmal nur in dem Vierer-Ding stehen. Wo bist du? Bist du den Berg hoch und dann links hoch? Oder ich rechts hoch? Nee, warte, ich komme zu dir. Ich hol dich ab. Die war rechts, wo die ersten Bienen sind. Ah, ich bin links gegangen eben. Okay, warte. Mhm. Ich bin hier unten an der Kreuzung. Höhle. Jetzt nicht ablenken lassen. Mich abholen. Okay, wir brauchen... Okay. Entschuldigung. Kein Problem. Hol mich ab. Warte, ich such dich. Wir brauchen eine Schaufel. Ja, hab ich dabei. Wo stehst du denn? Da, wo es hochgeht von unserem Floß. Ich habe hier noch einen Weg, an dem Container vorbei. Ja, genau. Und hier unten ist die Schaufel. Ach, du bist rechts rum hoch, ne? Ja. Dann komm mal bitte rechts rum runter. Also da wieder runter, wo du hochgegangen bist. Ja, ich komme. Ich bin so ein Erklärbär. Das ist ich komme. Da habe ich nämlich oben die Bienen geholt an der Ecke. Oder die Bienenwaben. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ich bin jetzt am Floß. Du sollst zu mir kommen, an die Gabelung. Da war ich eben, da habe ich gewartet. Nein, okay. Geh einfach mal... Oh Gott, ich bin am Floß und guck auf die Insel. Wohin? Bleib da stehen, ich hole dich ab. Ich kann es nicht erklären, ich bin zu doof dazu.
Warten Sie. Vom Floß aus bist du links oder rechts hoch? Warte. Das ist ein spannendes Let's Play. Orientierungslos 2000. Da bist du doch. Siehst du mich? Ja, komm, ja, klar. Holen. Und da stand ich eben. Ja, aber da war ich ja nicht. Nein, du warst weg. Nimm mich an die Hand. So, ich bin da. Wo? Kommen Sie mit. Ah, gut, ich bin links hoch. Ja, ja, wir müssen hier weiter gerade durchlaufen, damit deine Zuschauer auf YouTube das alles sehen. Dass ich nicht erklären konnte, wo du langlaufen musst. Das ist eine Schubkarre. Das ist eine Schubkarre. Kommen Sie. Nicht ablenken lassen. Okay, ich wollte die Schubkarre fotografieren, aber okay. Nein, kannst du später machen. Jawohl. Die Mission zählt. Mission Ziege. Ja, Mission Ziege, genau. Wir haben genug Holz, um Zäune zu machen, ne? Ich denke. Okay, warte, ich habe hier auch noch Holz. Hier oben ist auch noch. Und hier ist auch noch ein Dings hier. Hier sind noch Bienen. Hier flitzt irgendwo, dann sind die wieder gespawnt. Hier ist eben, ach so, eine Wabe. Hier ist eben irgendwo die Biene. Oh ja, yeah, jetzt habe ich es aber, ne? Die Ziege? Da, also, da ich sehe sie. Moment. Du hast einen Schuss. Kein Druck. Die läuft haken. Ja, da bleibst doch stehen. Die läuft doch an dir vorbei. Wo soll ich schießen? Komm, nein. Soll ich schießen? Nein. Okay. Jetzt, meine Hände sind schwitzig. Ich kann das nicht. Der Druck ist so groß. Ja, soll ich machen? Die macht Haken. Soll ich das machen? Ich. Ja, bitte. Hier. Ja. Wenn die jetzt verschießt, lache ich mich tot. Warte mal. Dann ist direkt die Folge beendet. Ich brauche auch die Munition, bitte. Da. Okay. Kein Druck. Kein Druck. Du hast nur einen Schuss. Okay, warten Sie. Wo ist sie hin? Ich scheuße sie auf. Irgendwo in diese Richtung. Sie ist weg. Ich glaube, sie hat sich zu Tode gestürzt über die Klippe. Da oben ist sie. Da oben ist sie, genau. Müssen wir das Let's Play jetzt beenden. Jetzt kommt sie. Jetzt hier. Kein Druck. Ich hab's verschossen. Oh Gott, ich habe Kreislauf. Ja, hat funktioniert. Tut mir leid, ihr Lieben, das Let's Play ist vorbei. Ich habe versagt. Okay, ich gehe nach einem. Oh Gott, ist mir gerade warm. Ich gehe nach einem Puffy doch. Soll ich das machen? Ich kann auch vorbeischießen. Mann, Arim. Oh, hier ist ein Bär. Der folgt mich. Du musst mir helfen. Ja. Nee, kann ich nicht. Ich bin auf dem Weg zum Floß. Komm runter, Bär, du feige Sau. Ach je. Oh. Ja, gut, dass ich dich hab schießen lassen. Es war ja erfolgreich. Ja, dann müssen wir das Let's Play jetzt beenden. Na. So weit sind wir noch nicht, ja. Die Zeit ist rum. Nein. Okay. Ich fotografiere noch die Schubkarre für die Nachwelt. So. Schubkarre im Sonnenuntergang heißt die Folge. Okay. Oder wie die Frau die Munition verballerte. Aber du warst auch so völlig daneben, ne? Ja, die. Aber so richtig. Also maximal. Nee, war überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Die hat nochmal einen Sprung gemacht, als ich geschossen habe. Hier ist ein Ölfass. Ja. Kannst du es mitnehmen? Nee, glaube ich nicht. Hier liegt aber nur Öl im Wasser. Ja. Und es wird dunkel. Oh Mann. Okay, ich bin auf dem Floß. Ich würde sagen, ich komme mal zu dir zurück, oder? Im Dunkeln will ja auch keiner sich das eng angucken. Ja. Die Ziege ist schuld, genau. Da, wer denn sonst? Ich brauche eh eine neue Axt. Ja, und ich gehe da mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Puffy finde. Meinst du, wir finden einen? Ja, bestimmt. Aber gut, dass du geschossen hast. Ja. Immer besser, wenn ich versage, als wenn du versagst. Weil hier gucken mehr Leute zu. Ja, es klang zumindest selbstsicher. Also muss schon. Ja, ich habe viel geübt. So, ich komme.
Hast du noch einen kleinen... Ah, ist schon gut. Brauche ich nicht. Danke, ich habe... Ach ja. Oh, wieder das voll. Nee, das ist nicht voll. Zack. Ich habe übrigens einen Birkensamen bekommen. Mhm. Wollen wir eine Pflanzen da? Nee, warte mal. Warte. Ich will den gerade mal umsetzen. Weil... Ach, das geht nicht wegen dem... Hast du Durst? Ja. Dann kannst du das hier mal leer machen. Ich trinke. Bitte. Ich trinke. Ich trinke auch mal ein bisschen was. Dann kann ich das nämlich minimal versetzen. Ach, es war über die Grenze hinaus. Genau. Da. Ja, das ist ja doof. Ja, wir kriegen jetzt noch ein Profi. Dann können wir hier das Tierchen hinsetzen. Kannst direkt aus dem Wasser trinken. Sehr gut. Haben wir keine Flaschen, kommen wir ständig. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen Gängelung. Ja, Flaschen haben wir noch nicht, das stimmt. Die müssen wir noch herstellen. Ja, so, mach ich auch. Wenn du die Birke pflanzen möchtest, kannst du die jetzt pflanzen. Ich möchte eine Birke pflanzen. Ist gepflanzt. Sehr gut. Und ich mache uns mal Trinkflaschen. So, ich habe die... Ah, wir haben nicht genügend Glibber, siehst du? Dann schmelzt doch Glibber ein. Da fängt der Hamster an zu humpeln. Haben wir denn jetzt genug Holz, um... Kommt der entscheidende Hinweis, ob unser Stall nicht noch Grasflächen braucht? Ja, die mache ich jetzt gleich. Wir haben ein bisschen Erde. Sehr gut. Und jetzt gucke ich gerade mal, was wir für die Grasflächen benötigen. Oh, ich habe noch ein Paket. Ich mache zum Ende der Folge mache ich noch ein paar Pakete auf. Genau. Ich habe hier irgendwo noch eins reingelegt. Ich glaube, bei Metall habe ich eins eine reingelegt. Ablage, ein Regal. Ja. Ein Tisch. Glibber habe ich hier 6 Stück, falls du brauchst, ne? Das ist gut. Eine Flagge, ein Vorhang. Oh, eine Holzbadewanne. Yay, Spiel durchgespielt. Da, hier 6 Glibber, schnell einsammeln, bevor sie verschwinden. Wir haben das Spiel durchgespielt, wir haben einen Jacuzzi. Okay, warte, und hier ist nochmal ein Paket, bitteschön. Hä, ja, die 6 Glibber habe ich doch gerade da einsortiert. Okay, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Okay. Auf dem Bett liegt noch ein Paket. Auf dem Bett liegt noch ein Paket. Schrei mich doch nicht an. Ja, doch, bevor es wegbackt. Bitte. Wir machen jetzt zum Ende der Folge noch die Plastikflaschen. Ich muss dich ja anschreien, du hörst ja sonst nicht. Was? Ja, genau. Bist du? Taub, sag ich so. Ja. So. Hier, junge Frau, nehmen Sie mal eine Wasserflasche. Wo? Da. Mhm, können wir unsere Becher, können wir hier hinten in die Kiste reinmüllen. Wo haben wir denn den? Da ist er. So. So, wir haben Honig erforscht. Honig! So, Flasche voll. Honey! So, schlafen wir kurz, dann würde ich gucken, ob wir einen Puffy finden. Ich glaube, wir moderieren mal diese Folge ab. Das ist eine gute Idee. So machen wir das. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Gute Nacht. Nacht. Guten Morgen. Tschüss.